Hallo und herzlich willkommen. Hier ist zweite Folge hier bei Kettle und Cops. Ja, ich suche immer noch den Genossenschaft. So, unser Saatgut und Dünger. Brauchen wir. Denn hier brauche ich nämlich beim Saatgut von vornherein eine andere Sorte. Das heißt. Salona, ne? Oder? Salona. Muss irgendwie schauen. Wie ich da hinkomme jetzt. Ich muss komplett drehen, nutzt auch nichts. Genau, der wusste genau. Da war noch einer, ne? Der war lästig. Ja, mein. Schön mal so zu sehen, ob er nicht da ist, ne? War da wieder frei? Ich fahre hier mal rein. Irgendwo kommt man hin. Ach, kommt hier zur Mühle hoch. Da wurde ich gerade so groß gemacht. Das ist die Mühle. Das bringt nichts. Sackgasse. Bei der Mühle war ich gewesen in der letzten Folge von Szenario, Folge Nummer 65. Wenn einer mal sehen möchte, zum Schluss. Da kurz reinklicken in der Folge. Ein anderes Let's Play, eine andere Aufnahmeserie. Hier sind wir noch lange nicht bei 65. Das ist unterteilt, weil das ist ja ein anderes Thema, kann man sagen. Ne? Dachte mir so mal, noch eine extra. Wenn einer was sucht, ist es ein bisschen leichter, sich zurechtzufinden. Hier ist das Klärwerk. Ob ich hier später mal ja, Klärschlamm kaufen könnte, wäre interessant. Ne? So. Gehen wir in die Innenansicht. Oder? Kaum. Das ist ein Schild. Tankstelle, ja, da waren wir vorbeigefahren. Au. Oh. Ah, Glück gehabt. Er rennt wieder rein, der Bursche. Mal ganz kurz hier was gucken. Bremse. Ah, gut, dann machen wir da hin. Machen wir einfach, ne? Über Automatik. Zum Feld und beim Feld sind, kommen wir uns recht. Bin ja gespannt, ob die abbiegt. Nö. Was ist hier los? Parken wir heute hier? Ah, da hat sie aufgelöst. Ja. Wie gesagt, die hätte doch zu Hause zurückfahren sollen am Hof und dann. Die bekannten Strecken gefahren wäre, dann wäre ich von da gewesen. Ja, ob er jetzt hier abbiegt. Das ist mir nicht genau der. Ne. Aber dann ist man grob da, ne? Wenn ich richtig schaue, kommen wir wieder am vorbei. Ne, da. Lohne. Ja. Lohne. Wo ist das ungefähr? Da können wir gleich unsere Felder anschauen, wenn wir da sind. Ne? Da fahren wir jetzt hin. Aber wie ich jetzt da wieder dahin komme. Und da ist zum Beispiel nicht. Offenbar in Gruppe, dass wir es unterkriegen, ne? Bei der Aussaat.
Wo ist da jetzt der... die Genossenschaft? Geradeaus geht's zum Hof. Da ist es Reh. Vielleicht besser gearbeitet. Dach. Da müssen wir ganz kurz gucken. Die Symbole, ne? Tankstelle. N. Bremse. Wir sind total durcheinander. Da oben ist unser Hof. Da. Dann müsste die Genossenschaft. Leere. Lohner. Im Grunde müssen wir jetzt die Straße wieder zurückfahren. Verankern, okay. Gut, muss es sein. Das heißt, wir fahren erst komplett die andere Richtung. Also der Tour. Im Feld hat sich nichts getan. Aber jetzt kann ich mehr aus. Hoffe jedenfalls, ne? Auch in Ansicht. Sieht ein bisschen besser. Ja, da lang. Jetzt habe ich so viel. Nicht gut getellert hier. Da ließ die Konzentration nach. Den Punkt nicht deaktiviert. Also um der Pfeil links immer. So, jetzt mal gucken. Links abbiegen nicht, aber geradeaus. Wo war es gewesen? Ist ja hier. Spielerfolge wäre eine gute Idee, ne? Dann wüsste ich genau, wo ich bin. Auf Karte. Ja, geradeaus, Tankstelle. Und dann her rechts. Dann würde ein kleiner Punkt blau zu sehen, also wirklich schlecht zu erkennen. Ja, genau, die Brücke war es gewesen. War öfter vorbeigefahren. Und hier geht's geradeaus, links nicht. Wirklich größere Felder noch bei, ne? Aber die kleinen. Oh. Das wäre so eine Sache, ne? Kleine Felder. Bin ich ein großer Freund von. Ich würde auch eher die Felder an den Feldern kaufen, die ich da schon habe, ne? Da bin ich so viele Leerfahrten haben, ne? Wenn wir schon einen Drescher ausleihen müssen, dann sollte das sich auch schon rentieren. Dass wir gleich. Dass wir da ein bisschen. Ich glaube, rechts abbiegen wir schon. Ja, hier ist viel ja, Landwirtschaft, ne? Also viel Wälder und so. Aber halt. Wo sind wir jetzt hier? Da ist die Landwirtschaft. Ah, ja. Bei den vielen Fahnen, ne? So, schauen wir mal, ob wir zuerst das Saatgut kriegen. Und ist egal, wir müssen beides haben. Ja. Sehe ich. Nach langer Suche gefunden. So, ist vom Trigger. Bremse. So, Ladegut wählen. Ja. Machen wir das Ding her.
Das ist ja das Problem. Muss ich auch bezahlt werden, nicht? Das heißt, wenn wir so einen einstellen, einen Kollegen oder Kollegin, und das Geräte ausleihen, die ich auch ziehen kann, plus Flug, in dem Fall auch Gewicht, wieso flackert mein Bild? Allerdings macht er das. Das ist nicht schön. Und da wäre die gesamte Ernte fürs Flügen ausgegeben. Also der Ertrag wäre nicht sinnvoll, ne? Verzichten auf Flügen. Ist sonst noch kleinere Geräte, ne? Ich weiß, der Arbeitskollege kostet sicherlich einiges an Geld. Und mal schauen, wie es aussieht hier mit der Sack, wie es heißt. Ne? So, Dünger ist voll. Kann man sehen. Ah ja, hier haben wir Korn King. Jetzt haben wir nur Gerstensaatgut, Weizensaatgut, Brocken und Feldgrassaatgut. Denkt man, dass wir jetzt kein Mais zu kaufen bekommen. Das heißt, für Weizen, Gerste und Brocken für den Winter geeignet wäre. Sonst können wir auch, könnt ihr auch Mais kaufen, ob wir da nun was Ertrag machen können. Das könnte ja dann noch egal sein, ne? Rein theoretisch. Aber wir werden mal auf Gerste gehen. Ich weiß nicht genau, das kostet 1000 Kilogramm. Und Brocken kostet auch 1000 Kilogramm. 2000. Feldgras genauso teuer. Ach so, hier. Das ist eine Menge an. Das Gerste ist 18.000 Liter. Weizen ist 70. Oh. Das heißt, Weizenkörner sind größer. Und Roggen 14.000. Wir nehmen mal Roggen, ne? Ist nicht ganz so viel. Können wir garantiert etwas holen. Starten wir mal. Roggen, Saatgut. LS hat mir jetzt Z gedrückt, ne? Da wäre ja das an und Saatgut da gewesen, ne? Ruckzuck. Geflackert, aber nicht gut. Muss ich mal wieder mit beschäftigen. Könnte eine USB-Stecker sicherlich irgendwie richtig eingesteckt oder nur zur Hälfte. Ja, dann geht's zum Hof, ne? Zum Hof werden wir gleich zurückfahren über das bekannten Weg. Das Experiment mache ich jetzt nicht nochmal. Ja, dann heißt es schlafen und dann eher im ja, jetzt mal so Oktober, November. Wenn man die Aussaat durchführen. Gleich mit Dünger. Dann haben wir eine Weile Ruhe und können dann im Frühling entsprechend eher mal nachdüngen, was Bedarf ist. Wenn Stickstoff fehlt, dann können wir mal Gärreste oder Leerschlamm nehmen. Versuchen mal das Gerät aufzuleihen. Ja. Kleines Düngegerät. Ich glaube, sie hat die Schalten, die müssen eh auffüllen. Ja, das macht er, glaube ich, automatisch. Unser Fahrer hier. Jetzt sehen wir nicht. Drinne. 3200. Fast voll. Ja, der verkaufte Ertrag haben wir fast. Ja. Ist halb weg, ne? Das Geld. So, Blinker raus. Ich wollte eigentlich bremsen, aber Vollgas geben. Gut, ist halt so. Jetzt, wie gesagt, fahren wir den Weg zurück, den wir kennen. Und da sind wir im Hof, ne? Entschuldigung, Glück auf.
Ja, heute ist Montag. Spätschicht. Halbe Nacht. Kommt keiner, ne? Nö. Aber hier die Pferde, können wir angucken. Die Pferde hier. Hunde haben wir auch hier. Aha. Jo. Jo. Hab nichts dabei, keine Moorrübe. Zuckert ungesund. Na gut. Haben wir mal ein Pferd gesehen, ne? Wo ist hier ein Hund? Gehen wir lieber rein, ne? Auf geht's. So, gerade. Na, hast du ein Problem? Gehst du komisch? Ja, ich bin echt gespannt hier, was hier noch kommt an Entwicklung her, ne? Ackergras ist ja ein Anfang, ne? Jetzt Brücke, ah, Brücke fahren nächstes durch, ja, okay. Gerade überlegt, ob wir abbiegen müssen? Ne, die Brücke ist wichtig. Ich habe Hunger um die Zeit, das ist nicht gut. So, gib Gas. Die Folge soll nicht so lang werden. Dann kann man die nicht aufhalten, ne? Ja, das ist das Blöde mit Algorithmus. Das ist schwierig. Klar, jetzt ist es ein bisschen langweilig, eintönige Arbeiten, ne? Wir hätten nichts abbiegen können, ne? Wenn die Karte richtig deutet, kommen wir da auch zum Hof. Wir müssen nicht zum roten Punkt fahren. Und die Aussage können wir heute auch nicht machen, das ist zu früh. Nicht wegen der Uhrzeit, sondern wegen Datum. Normalerweise jetzt noch groß in der Ernte. Also. Wo Getreide im August eben durch ist, ne? Raps eigentlich auch. Natürlich hängt es ab von der Höhenlage. Je höher, umso länger dauert das. Und von der Witterung her, ne? Also, wenn jetzt ungünstig, wenn recht viel Regen fallen würde, ne? Mal schauen, der Hof ist rechts. Ups. Ja, die Karte auf Navi ist nicht in der Richtung, ne? Machen wir ja auch nicht. Da spricht das Navi auch eins und ein, ne? Nächste Kreuz und rechts abbiegen. Oha. Wir können das Gerät gleich draußen lassen. Da hatte ich hier mal neulich so ein Video geschaut. Ein echt Landwirt. Gerade gesagt, die Geräte können das ab. Auch die Maschinen. Muss ich ihnen recht geben. Die Geräte, die wir machen bei Pöttinger, bekommen eine spezielle Lackierung. Die ist besonders widerstandsfähig. Also die können schon was ab. Die werden nicht nass lackiert, sondern trocken. Man nennt man Pulver. Und dann in einen Ofen bei 200 Grad. Ne? Dann entsprechend gebrannt, kann man sagen. So, Bremse. Und Traktor. Den müssen wir ausmachen. Sonst, wenn wir nach dem Schlafen aufstehen, ist der Tank leer, ne? Ungünstig. So,
Wir gehen ins Haus. So, Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Dann sagen wir tschüss und ciao. Und hol euch dann wieder ab, wenn wir jetzt hier Ende Oktober haben. Also knapp 8 Wochen. So, noch ein dickes Dankeschön für fleißig reinschauen. Morgen geht's hier weiter, hier bei Kettle und Kopf. Bereiten wir die erste Aussaat vor, ne? Tschüss.